Yo, Home Dogs and Girls! Diese Woche gibt's wieder kein Faktenvideo, weil ich noch ein anderes ziemlich cooles Thema gefunden habe und ich euch das einfach zeigen muss. Denn ich habe letztens mit einigen Freunden über ziemlich skurrile Studiengänge gesprochen und wir haben im Internet auch ziemlich coole gefunden. Und dann dachte ich mir, hey, ja, da machst du ein Video drüber. Und jetzt sitze ich hier. Weniger Gelaber, mehr Studiengänge, viel Spaß! Der erste Studiengang ist für die Science-Fiction-Fans unter euch. Und zwar der Studiengang Space Master. Ja, das war notwendig, dass ich das so gesagt habe. Definitiv. Die Themengebiete dieses Studiengangs sind zum Beispiel die Erforschung des Weltraums und die Raumfahrtsingenieurskunst. Nennt man das so? Ich denke schon. Ich kann so etwas nicht mehr. Ich bin einfach so alt dafür. Ich schon, denn ich bin jung. Was ist das eigentlich für ein Ding? Die Jugend von heute wird einfach immer unbrauchbarer. Ebenfalls ein Themengebiet ist die Informatik. Da es ein Masterstudiengang ist, studiert man es 4 Semester lang und es ist NC-frei. Ein Semester studiert man in Deutschland, eins in Schweden und 2 Stück nach Wahl des Fachgebiets. Ein weiterer ziemlich geiler Studiengang ist Heavy Metal. Wie geil ist das denn? Man kann Heavy Metal studieren. Geil! Diesen Studiengang kann man seit September 2013 in Nottingham studieren. Wie schon gesagt. Geil! Aber wer denkt, der Studiengang besteht nur aus Musik hören, Bier trinken und chillen, der irrt sich gewaltig. Nicht geil! Themengebiete dieses Studiengangs sind das Komponieren von Songs, das Performen und die Geschichte des Heavy Metals. Und was sagst du jetzt? Doch geil! Dachte ich mir. In Kalifornien kann man auch etwas, ziemlich Spezielles studieren, nämlich Gras. Ich meine Cannabisanbau. Ihr habt richtig gehört, Cannabisanbau. Ich denke, einige von euch werden jetzt ein Auslandssemester in Kalifornien machen wollen, aber wandert bitte erst nach dem Video aus, ne? Okay. Gute Entscheidung. Diesen Studiengang kann man dort seit 2007 studieren. Zu den Themenbereichen dieses Studiengangs gehören der Anbau, das Klima und der Vertrieb. Natürlich der in offiziellen Läden, nicht der auf der Straße, ist klar, ne? Wenn man diesen Studiengang erfolgreich abgeschlossen hat, bekommt man zwar ein Abschlusszertifikat, aber keinen anerkannten Universitätsabschluss. Bruder, ich muss los, ich muss zur Uni. Alter, sag mal, was studierst du eigentlich? Cannabisanbau, cool, oder? Wow, sowas kann man studieren? Krasse Sache. Ja, Mann, echt coole Angelegenheit, Bruder, aber ich muss jetzt wirklich gehen, hau rein. Ja, Mann, Digga, hau rein. Some days later, Mann. Sag mal, Alter, musst du nicht irgendwie in die Uni oder so? Nein, Mann, ich bin doch da rausgeflogen. Was hast du denn angestellt? Blöde Geschichte. Ich hab in der Vorlesung gekifft und bin dann da halt rausgeflogen. Ich weiß echt nicht, was ich dazu noch sagen soll. In England, genauer gesagt in Liverpool, kann man The Beatles, Popular Music and Society studieren. War das überhaupt ein englischer Akzent? Egal. Man befasst sich ein Jahr lang mit der Bedeutung der Verbildung regionaler Identitäten. Was auch immer das bedeuten mag. Der Studienleiter Mike Brocken sagte, ich hätte gern ein wenig famose Musik, bitte. Nein, das hat er nicht gesagt. Aber das. Danke. Nein, das auch nicht. Komm zum Punkt, Mann! Es gibt mehr als 8000 Bücher über die Beatles, aber keinen ernstzunehmenden akademischen Studiengang. Also dachte sich dieser Brocken-Dude, entwerfe ich doch einfach mal eines Homeboys? Na, ganz so war's bestimmt nicht. Aber bestimmt sehr ähnlich. Ich bin mir sicher. Es gibt eine sehr hohe Nachfrage nach diesem Studiengang, aber es werden pro Semester lediglich 30 Studenten angenommen. Also das ist ja so toll, ich kann gar nicht glauben, dass sowas von Menschenhand geschrieben wurde. Es ist so schnaffte, was der Sänger damit rüberbringen will. Und die Message des Lieds hat ja so dermaßen recht damit. Es hat so dermaßen recht. Läuft bei ihm. Jetzt kommt mein Highlight unter den Studiengängen, die ich gefunden habe. Nämlich Agrarphilosophie. Als ich das zum ersten Mal gesehen bzw. gelesen habe, habe ich erstmal so geschaut.
Und dann habe ich mich gefragt, ist das ein Scherz, Theo Darmstadt? Willst du mich verarschen? Willst du ein Backpfeifer oder was? Aber nein, es ist kein Scherz. Das kann man wirklich studieren. Und das kann man, wie schon gesagt, an der TU Darmstadt. Das Ganze ist eine Mischung aus Philosophie und Agrarkunde. Aber jetzt wollt ihr doch bestimmt alle wissen, was man nach dem Studium machen kann, ob man Geld verdienen kann und was für einen Job man damit bekommt. Ich habe nicht die geringste Ahnung. Ich habe auch keine Ahnung, wie man damit Geld verdienen soll. Ich habe auch, um ehrlich zu sein, noch nie eine Stellenausschreibung gesehen, in der jemand einen Agrarphilosophen sucht. Aber im Großen und Ganzen stelle ich mir die ganze Geschichte so vor. Agrarphilosoph Rüdiger. Hallo meine Freunde, ich bin es wieder, der Agrarphilosoph Rüdiger. Ich werde euch heute ein bisschen meine Arbeit vorstellen, denn meine Arbeit ist sehr famos. Fangen wir doch gleich an. Schnarcht der Bauer wüst und laut, die Bäuerin ihm den Arsch verhaut. Oder geht die Bäuerin in die Breite, sucht der Bauer schnell das Weite. Auch ein sehr schöner Spruch ist, sind die Hühner platt wie Teller, war der Drecker wieder schneller. Ach, was dem Agrarphilosoph Rüdiger heute wieder für tolle Sprüche einfallen. Machen wir doch noch ein bisschen weiter. Fängt der Bauer mittags an zu saufen, kann er abends nimmer laufen. Oder liegt der Bauer tot im Bett, war die Bäuerin viel zu fett. Auch ein ganz famoser Spruch ist, kocht die Bäuerin faule Eier, kotzt der Bauer wie ein Reiher. Aber da ein Agrarphilosoph nicht nur philosophieren muss, sondern auch seine Tiere hüten muss, muss ich jetzt in die Arbeit in den Stall. Denn haben die Kühe nichts zu fressen, hat der Bauer sie wohl vergessen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, euer Agrarphilosoph Rüdiger. Bestes Studium ever! Definitiv nicht, meine Freunde. Studiert was Vernünftiges. So, das war's schon wieder für heute. Ich hatte diese Woche einfach nochmal Lust auf einen Vlog und nächste Woche gibt's dann wieder Fantastic. Freut euch darauf. Wenn euch das Ganze gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen freuen. Packt mir wieder ein bisschen was in die Kommentare, zum Beispiel, wie es euch gefallen hat, konstruktive Kritik, welchen Studiengang ihr am bescheuertsten fandet, welchen ihr am coolsten fandet oder ob ihr selber irgendwelche bescheuerten Studiengänge kennt. Wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, lasst mir ein Abo da. Und wenn ihr das wollt, sehen wir uns das nächste Mal wieder. Bis dann, haut rein! Die Doppelschere. Ich habe so viele Freunde, die das nicht können, die gucken mich dann immer alle so verstört an, wenn ich das mache. Verstehe ich gar nicht. Wenn mein Hintergrund kommen würde, könnte ich auch anfangen. Danke, Hintergrund.